Servus, wir sind zurück bei Humpes der Talk. Heute geht es rund ums Oktoberfest, was an diesem Wochenende startet. Und mein nächster Gast ist Kerstin Junginger. Sie wird heute noch nach München fahren zum Oktoberfest, um dort im Bierzelt die Leute zu bedienen. Herzlich willkommen auf der Bühne, Kerstin Junginger. Ja, kurz vor Schluss, Toresschluss noch die Kurve gekriegt, schnell bei Humpes der Talk vorbei und dann geht's ab nach München. Du bist jetzt, habe ich gerade erzählt, im vierten Jahr quasi. Wie kommt eine junge Frau wie du zu einem solchen Job, den du tust? Jedes Jahr zwei Wochen. Genau. Ich habe die Ausbildung der Hotelfachfrau absolviert und ich finde, in dem Beruf gibt es dann diese Sparten. Die einen sagen, ich will unbedingt mal aufs Schiff oder die anderen sagen, ich will mal ins Ausland nach meiner Lehre. Und ich habe damals gesagt, ich gehe dann auf die Wiesen, wenn ich so weit bin. Ja. Weil du so weit bist? Wenn ich so weit bin, dann gehe ich auf die Wiesen. Und dann warst du vor drei Jahren so weit? Und dann war ich so weit. Das heißt, du hast Hotelfach gelernt. Mhm. Ist das die Vorbedingung, um überhaupt auf der Wiesn genommen zu werden? Weil ich glaube, es sind Zehntausende von Mädels, die sich wieder bewerben und auch ein paar Jungs. Mhm. Und nur die wenigsten werden genommen. Genau so ist es. Also ich würde nicht sagen, dass die Ausbildung die Bedingung dafür ist, aber auf jeden Fall muss eine Erfahrung da sein. Sei es, dass man schon mal in einem Zelt gearbeitet hat oder dass man sagt, ich mache das jetzt schon jahrelang als Aushilfe. Irgendeine Qualifikation muss da vorliegen, dass der Chef oder die Chefin sagt, okay, wir probieren es jetzt mal mit dir. Und hast du dich beworben, bist genommen worden? Genau, ich habe mich aber wirklich in ungefähr 90% der Zelte, ich habe überall eine Bewerbung hingeschickt und dachte, jetzt warte ich mal ab, was passiert. Und dann haben sich, ich glaube, das waren 20, 25 Bewerbungen, und dann haben sich drei effektiv gemeldet und ja, bei einem Zelt bin ich dann gelandet. Genau. Das gilt als einer der härtesten Jobs der Welt. Kannst du das mal beschreiben? Wann fängt die Schicht an, wann hört sie auf und was machst du denn in der Zwischenzeit? Es gibt zwei Schichten. Die eine Schicht beginnt gleich morgens. Die Damen kommen dann sag ich mal, 8:30, sowas sind wir da. Dann geht es noch los mit Besteckwickeln und wir machen das alles wieder schön. Wir machen das Zelt sauber und dann machen die das Mittagsgeschäft mit. Dann hat die erste Schicht eine Pause, dann kommt nämlich Schicht 2. Die machen dann die Nachmittagsschicht und abends kommen dann wieder alle gemeinsam und machen dann den Abend zu Ende. Habe ich Schicht 1 und die Pause, dann suche ich mir ein ruhiges Plätzchen, lege die Füße hoch und genieße mal ganz kurz die Stunde oder die zwei, die Ruhe einfach. Ja. Und dann geht's weiter bis wann in der Nacht? Bis um 11 muss das Zelt leer sein und dann machen wir die Abrechnung und dann sind wir zwischen 11:30 und 12:15 sind wir draußen. Mhm. Mhm. Was ist das für eine Tracht, die du da trägst? Ist das eine alte Familientracht von deiner Mutter oder Großmutter oder hast du die ganz frisch zugelegt? Also das hier ist jetzt eigentlich das ist so ein Mix aus Privat und was so daheim noch war, genau. Auf der Wiesn war es so, dass es gestellt wird. Also die Blusen muss jeder selber mitbringen, aber Tracht wird in der Regel gestellt, genau. Und da kommst du ins Spiel? Kommen wir auch ins Spiel. Das heißt, bist du in jedem Zelt mit deinen Trachten vertreten oder nur in einigen? Nee. Also wir machen nur in einigen sind wir vertreten, aber das sind spezielle Dirndl, das ist ein Bedienungsdirndl, das ist ein bisschen außer unserem, also sagen wir, unser Modi. Und die sind auch ein bisschen, sagen wir mal, schon robuster gemacht. Also hat für uns, für den Verkauf, ist es nicht geeignet. Aber sagen wir, spezielle Bedienungsdirndl gibt es da, weil die müssen halt auch robust sein. Wenn sie die Bierkrieg nimmt und da läuft auch mal was drüber oder dies und das, und das muss also alles funktionieren. Da können sie nicht mit so viel Glitzer und Glamour. Ja, yeah, okay. Du hast schon da hinten, du kannst hinter die Gäste ein. Du kannst ja hinterher nochmal zeigen, was du mitgebracht hast aus deiner aktuellen Kollektion. Das hat natürlich mit den traditionellen nicht mehr so viel zu tun. Du hast ja gesagt, das ist eher lifestyleig heutzutage. Hast du denn eine zweite Garnitur, also wenn dann die Gäste irgendwann mal so gegen 3 Uhr nachts anfangen mit Bier zu schütten? Das sollten wir eigentlich haben, aber ich habe meistens nicht so viel dabei. Also es muss wirklich langen. Ich habe genauso viele Blusen, wie die Dirndl lang geht. Sprich, jeden Tag muss eine Bluse langen und wenn die mittags dann richtig voll ist mit Bier, dann muss ich immer irgendeine Notlösung. Also es gibt ja immer so kleine Hausmittelchen, die wande ich dann an und das funktioniert meistens ganz gut. Und ansonsten wird einfach drüber geschrubbt und dann sieht es für den Abend wieder einigermaßen gut aus. Was kommt denn vor, wenn ein Gast zu sehr dem Alkohol zugesprochen hat und irgendwann mit der Stirn auf dem Tresen liegt? Dann kommt es ganz darauf an, wie viel Uhr es ist. Also ist es eh schon die letzte Schicht und ich weiß, jetzt passiert eh nichts mehr, dann lassen wir ihn da liegen. Und wenn wir dann zumachen, sagen wir, jetzt kannst du auch mitgehen. Und wenn er dann nicht mehr gehen kann?
Dann wird er mit den Sicherheitskräften nach draußen gebracht. Wobei er kein Sicherheitsrisiko in dem Sinne mehr darstellt. Ja. Eben. Okay, aber die tragen ihn raus. Genau. Wäre das aber eine Schicht, in der man sich denkt, okay, wenn der Platz jetzt frei wäre, den würde ich sofort wieder vollbekommen. Auch dann sagt man dem Sicherheitspersonal Bescheid und dann wird auch der nach draußen begleitet. Ah, der macht natürlich keinen Umsatz, wenn er mit der Stirn auf dem Tresen liegt. Okay, genau. Alles klar. So ist das ist der Hintergedanke. Genau. Was machst du, wenn die Hand des männlichen Gastes an einer Stelle ist, die nicht im Bereich seines eigenen Körpers ist? Dann kommt es darauf an, welche Stelle das ist. Also bei ein paar ist es noch in Ordnung. Und dann sage ich, okay, jetzt haben wir da einmal hingelangt, jetzt ist es gut. Bei wem ist das in Ordnung? Bei denen unter 30? Bei den unter 30 und wenn die einfach sportlich sind und muskulös und mir ihr Bankkonto zeigen. Okay, alles klar. Genau. Ronaldo-Typ. Zum Beispiel. Wenn das nicht der Fall ist, dann sagt man in der Regel einmal was höflich. Und wenn das dann auch nichts wird, dann auch dann werden die nach draußen begleitet. Ja, dann geht es ganz schnell. Also dann ist das so und zack. Und dann kommt der Sicherheitsmann und dann ist man den los. Okay. Mhm. Das Thema Trinkgeld ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Sache, wo man als junge Studentin diesen Job antritt. Du hast mir mal irgendwann erzählt, dass du über 60% deines Salärs, über das wir heute nicht reden, wie viel das am Ende der 16 Tage sind, aus dem Trinkgeld bestückst. Mhm. Wer gibt denn am meisten? Sind es die jungen Männer, sind es die Alten, sind es die Chinesen, die Japaner, die Engländer, die Franzosen? Also generell finde ich, die Amerikaner geben einfach immer wirklich viel Trinkgeld, weil die sind es von zu Hause gewohnt, da gibt es eben diesen Tipp und die geben viel Trinkgeld. Die Jungen geben auch nicht so viel Trinkgeld. Ich finde, das sind dann doch eher die richtig urbayerischen, die geben richtig viel Trinkgeld. Mit denen Freundin muss ich eigentlich relativ schnell an und dann ist das ein richtig netter Abend zu zweit und dann darf man aus dem Bier von dem Herrn trinken und dann ist das schon eine Art Freundschaft, sage ich jetzt mal übertrieben, und die sind dann richtig großzügig. Hast du Stammgäste, die über die Jahre hinweg kommen? Ja, immer. Es gibt eine Omi, die ist 94, die kommt immer und die kommt auch öfters während einer Wiesn. Die erzählt immer die gleiche Geschichte, nämlich die der ersten Wiesn, auf der sie war. Die kommt immer. Oder auch so, es schneien mal welche rein und wenn es denen gut gefällt, die kommen dann zwei Tage später wieder. Und dann sagen sie, Kerstin, wo bist du heute? Wo soll ich mich hinsetzen? So ist es dann schon. Das heißt, du musst auch die Leute unterhalten. Mhm. Ja, du bist eine Art Moderatorin mit Bierkrug in der Hand. Genau. Ja, okay. Genau. Michael, jetzt hat Kerstin sich relativ traditionell gekleidet, würde ich sagen, aus meiner Warte. Was würdest du denn, wenn du jetzt sagst, du würdest sie mit deinen Produkten ausstatten, was würdest du jetzt verändern? Brauche ich gar nichts verändern, das schaut gut aus, sondern ich sage, das ist jedem sein Geschmack. Ich sage immer, das ist, beim Dirndl sind die Geschmäcker einfach verschieden, da gibt es eine breite Bandbreite und ich sage immer, der eine das ist sehr traditionell und dann gibt es einfach die verrückteren Dinge, dann gibt es auch so ganz Glitzerglamour, gibt es auch und ich sage, das macht jeder nach seiner Fasson und das passt auch und ich sage, schaut jeder immer Dirndl, finde ich immer super aus und das muss nicht jetzt unbedingt unser Produkt sein, aber wir kommen auch gut an, also wir sind gut am Markt und wie gesagt, da brauche ich nichts verändern, das passt zu ihr. Also es passt absolut zu ihrer Bedienung und die sind so in München und das ist hervorragend. Also ich finde auch, dass das so aussieht. Ich wollte jetzt gar also nicht verändern, Kerstin. Überhaupt nicht. Ich wollte nur darauf hinaus, du hast da hinten, ich sehe es schon glitzern, Sie können es noch nicht sehen. Ach, das wollte er hin. Und die haben mit dem traditionellen Dirndl ja nicht so viel zu tun. Die Grundpassform wahrscheinlich schon, aber es sind sehr innovativ und sehr kreativ. Ja, das ist weltweit offizielle Oktoberfest-Dirndl, also wo wir auch designt haben. Also wir haben da auch die Lizenz dafür. Und da habe ich gerade vor 3 Wochen habe ich die Zusage gekriegt, dass es das offizielle Dirndl wird. Wir haben jetzt da nur limitiert, einmal 30 in jeder Farbe gemacht. Wir haben 2 Farben aufgelegt und die sind alle ausverkauft. Also die waren zack weg. Also das war rucki-zucki. Zeig doch mal, wie so ein modernes Dirndl von euch aussieht. Also zum Beispiel sowas. Das ist jetzt weltweit das offizielle Oktoberfest-Dirndl mit typischen Elementen der Wiesn drauf. Das ist halt mehr die Fashion-Richtung, wo wir da machen. Im Hintergrund sagen wir, sind so 2 Personen mit dem Wiesenkönig-Luftballon in der Hand, so wie es ist. Man busselt auch gerne auf der Wiesn, das gehört da dazu. Und unten haben wir so Oktoberfest drauf designt. Mit dem Riesenrad, da ist die Frauenkoche drauf, es ist die Bavaria drauf, typische Elemente der Wiesn und das ist weltweit das offizielle Oktoberfest-Dirndl. Gibt es in 2 Farben, 30 Stück limitiert. Ja. Vielen Dank. Würde ausstehen. Und du fliegst jetzt am Mittwoch, hast du mir erzählt, nach Cincinnati, weil auch in Cincinnati in den USA wird das Oktoberfest gefeiert. Ja. Und du hoffst auf eine gute Party und wahrscheinlich auch auf geschäftlichen Erfolg. Erzähl was. Richtig. Also wir haben das angefangen letztes Jahr, also mit Amerika, weil ich immer dachte, die Amerikaner, die sind ja verrückt, sag ich mal, nach den traditionellen Dingen. Und ich sag mal, mit der Marke Wiesenkönig, glaube ich, kommen wir da ganz gut an. Da haben wir letztes Jahr als Test in Cincinnati im Hofbräuhaus eine Modenschau gemacht. Die Leute haben ausgeflippt, die haben, also ich sag mal, gesponnen haben die wirklich. Also die waren total verrückt.
Und jetzt haben sie mich dieses Jahr eingeladen aufs Oktoberfest, dass ich komme. Und mittlerweile haben wir einen Importeur da drüben, machen auch eine Modenschau nochmal im Hofbräuhaus und auf der Wiesn bei denen, also beim Oktoberfest im Zelt. Und ich glaube, das wird ein Erfolg. Und ja, jetzt schaue ich mir das mal an. Also Mittwoch bin ich weg. Und ich war noch nie in Cincinnati. Sieht das Hofbräu aus wie unseres in München aus? Also die machen es sehr ähnlich wie München, aber ja. Es schaut schon ein bisschen anders aus. Also die Amerikaner müssen wir schon ein bisschen richten, dass die ein bisschen ordentlicher ausschauen. Nee. Das ist meine Aufgabe. Ich glaube, da haben wir eine große Chance. Ich glaube, das Oktoberfest ist weltweit mittlerweile so ein Exportschlager. Unfassbar Wahnsinn. Eigentlich. Ne? Es sind 1300 Oktoberfeste parallel zum München Oktoberfest. Es gibt ja weltweit Oktoberfeste, also von Brasilien. Also in der ganzen Welt. Also, und es wird überall gefeiert und mittlerweile ist wirklich ein Wahnsinn. Also in München sagen sie, ich war jetzt dieses Jahr wieder bei der Pressekonferenz eingeladen, gerade wegen den Reservierungen. Das ist so, also die sind da fest drauf aus, dass eigentlich 50% nur noch reserviert wird und 50% sind frei. Was halt man einfach dazu sagen muss, was sie schon richtig gesagt hat, die anderen 50%, die 50 Plätze sind sehr limitiert und da geht es immer relativ schnell, dass sie weg sind. Das ist da das Thema immer. Mhm. Mal gucken, was du in Cincinnati erlebst und was du uns hinterher erzählst. Ja. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Schade, dass du nicht auf allen 1300 gleichzeitig sein kannst. Das wärst Kann du wahrscheinlich nicht. Gerne, wie ich dich kenne. Ja. Kerstin, ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg, wenig Männerhände an falschen Stellen und ein volles Portemonnaie. Und dir wünsche ich alles Gute vielen in Dank. Cincinnati. Tolle Party und guten Erfolg. Danke für die Einladung, was ich noch mitgebracht habe. Eine Kleinigkeit für dich, dass du auch ein Wiesenkönig wirst. Ich habe mir gedacht, okay. Ich bringe dir ein schönes Wiesenkönig-Hemd mit. Danke als kleines Gastgeschenk von mir, dass er nächstes Mal vielleicht ein Wiesenkönig wird. Habe ich gedacht, bringe ich eine Kleinigkeit mit. Super, passt auch super alles zu klar. Dieser Krawatte. Sehr gut, ja? Passt. Danke. Das war Humpester Talk mit Kerstin Junginger und Michael Planger. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Gehen Sie auch mal auf die Wiesn. Ich werde es wahrscheinlich dieses Jahr auch mal wieder tun. Und sage Tschüss, bis nächste Woche. Ihr Stefan Kühlein. Tschüss.